eine Hommage an eine Schauspielerin hoch im Norden Richtung Hamburg, wo auch eine sogenannte Polizeiserie Hafenkante herkommt. ARD und ZDF lassen ja mittlerweile grüßen mit ihrem kleinen Filmchen, Punkt 18 Uhr. Aber sie jetzt hier, die jetzt diese Hommage bekommt aus Ruhr, aus dem Ruhrpott, ja, aus Nordrhein-Westfalen, wo Köln und Düsseldorf, die beiden noch nicht einmal grün auf dem Rhein. Ja, ist halt so. Wir hier im tiefen Westen, wo Westernhagen gedreht, wo Tatort Essen gedreht, lange, lange ist es her. Der Bulle kam auch hierher, wurde zwar auch woanders gedreht, aber ist halt hier aufgezeichnet worden, wo wir jetzt unser Studio haben. Wir grüßen, moin moin, Hamburg, wir grüßen, ich muss es leider ablesen, weil ich kam hier von einem ganz anderen Set, Nina Rammeshofen, zum ersten Mal spreche ich sogar den Namen aus, sonst wird getippt. Wenn man so vor dem PC sitzt, ist es natürlich ziemlich ruhig. Man tippt und schaut, man unterhält sich nicht. Und diesbezüglich heute mal über die Filme gesprochen, beziehungsweise getippt, per E-Mail sich unterhalten, spontan ins Studio und spontan diese Hommage zu Hamburg gesendet, nicht zur Hafenkante auf keinen Fall, nein, direkt hier live, exklusiv nur für Nina Rammeshofen. So, Filmproduktion Nordfriesland und sie ist eine Filmemacherin, sie ist Schauspielerin. Was war da mit der Leiche? Irgendwo einer der längsten Leichen oder einer der lustigsten Leichen? Jedenfalls hatte ich das vorhin gelesen, war das spontan. Ich bin also spontan jetzt vom Computer weg, bin jetzt hier im Studio und hier ist jetzt kein Computer, hier kann ich nicht ablesen. Hier wird jetzt frei aus der Leber, frei vom Herzen gesprochen. In wenigen Minuten wird wieder The Star Wars Show produziert, also die Star Wars Show. Ich muss wirklich schon mal überlegen, ob man das Ganze nicht in Englisch macht. Weil in England und in Brasilien, da ist ja mehr los wie hier. Aber wir bleiben jetzt hier an diesem Set für Nina Rammeshofen. Nina, du machst tolle Filme. Diesen einen Goblins, Goblins 2, Goblins 1 habe ich auch zwar nie gesehen. Goblins 2, das war ja so eine Sache. Lang, lang ist her. Richtig. Wir unterhalten uns ja schon verdammt lange via Facebook. Wir haben uns auch gerade über die Drehbücher unterhalten. Die Idee ist schon, wenn ich so mit den Pferden, also ich komme ja auch aus dem Sportbereich, mache an sich Sportfilme, lang, lang ist her. Jetzt, 2017, vollkommen neu alles. Es wurde 2015, am 31.12.2015 wurde alles niedergelegt, keine Lust. 2016 Neues ausgedacht, das dann 2017 produziert werden soll. Vielleicht kommen wir dann auch irgendwo mal zusammen und machen was. Ansonsten, wir gehören der Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist die totale Vernetzung. Und wer sich damit schon auskennt, wie das alles funktioniert, man kann ja die Clips, egal wo, zusammenstellen, zusammenfügen via E-Mail, Dropbox, modernste Technik. Ihr dreht in Hamburg. Wir drehen hier, schneiden das dann auch hier oder ihr schneidet das. Also ihr schneidet das dann für euch so zusammen. Wir schneiden das dann hier so zusammen und jeder fährt es dann im YouTube-Kanal hoch. Danke erstmal an ARD und ZDF, dass die uns das ermöglicht haben. Seit dem 1.10.2016 WebTV endlich bei YouTube auch machen zu können. Nur ARD und ZDF sind ja leider auf 6+ und 12+. Wie man unschwer erkennen kann, rede ich gerade zu 40+ und also von 40+ bis 65+, weil auch unsere eigenen Kunden hier im Medienbereich und auch im Copybereich, wir haben ja zwei Firmen in einer Firma, in einer Struktur, 18+. An sich sind hier nur 18+ aufwärts. So, online muss man ja da immer jonglieren, online muss man gucken, wen will man denn da ansprechen, welche Zielgruppe. Da wir gar keine Ziele haben, sondern nur Spaß in den Backen. Ja, wir haben Spaß in den Backen, deswegen machen wir das. Und so eine Hommage hier für Nina auf den Weg zu bringen,
Also sie macht tolle Tiersendungen, Pferde, sie kann wunderbar reiten, sie schauspielert gut, ich habe einige Sachen gesehen und wir haben uns auch schon über sehr viele Jahre ausgetauscht. Und jetzt, wo 2017 ich gedacht habe, komm als Produzent des Ganzen, hau mal wieder Geld raus, such Moderatoren, such Schauspieler, such Komparsen, mach da mal wieder was. Mal schauen. Heute war Drehtag an sich, heute sollte jemand hier sein, Name nenne ich jetzt nicht, aber er sollte hier sein, war jetzt nicht hier, war verhindert, kommt aus dem Tatort Münster, sagt alles. Mit Tatort, also wie gesagt, so schlimme Filme wollte ich persönlich jetzt gar nicht mehr produzieren, mehr lustig. Und da kommen wir zum Thema. Wie vorhin so gesprochen, ein Drehbuch mit Pferde, Drehbuch mit den Polizisten, eine tolle Geschichte. Also wenn man so eine Polizeistaffel drehen würde, so ähnlich wie Hubert und Staller. Ne? Mord mit Aussicht oder Mord tut ihr gut oder so. So in der Richtung, also so ein bisschen, ich weiß ja, also ich habe gehört, dass im hohen Norden die Leute nicht so einen Frohsinn haben wie wir jetzt hier in NRW. Also Cobra 11 hat ja da ein bisschen Wortwitz mittlerweile. Und viele Sachen sind ja gar nicht mehr on air. Es sind ja viele Sachen hier gedreht worden und ne, der Clown noch hier um die Ecke, Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim. Ich glaube, war die letzte Folge der Clown und dann wurde umgesprungen auf Cobra 11 und dann ist man auch zu Köln gezogen, also von Düsseldorf Rhein-Linie weg. Das war in den 90ern. Ja, ich komme jetzt ins Stottern. Weil spontan, es ist wirklich spontan, es ist eine Hommage an Nina, exklusiv jetzt hier in unserem Filmstudio hergestellt, Green Studio. Ja, Produktion. Wir wissen alle, dass im sozialen Netzwerk der Mob tobt und dass da alles nicht mehr so lustig ist, wie wir uns das mal vor sehr langer Zeit vorgestellt haben. Da wir ja seit 1995 WebTV machen. Und wir 6,8 Millionen Zuschauer hatten. Es gibt eine Spezialsoftware, da kann man Google ausloten. Dann sieht man, wie viele Menschen wirklich sich so eine Webseite, so ein Video angeschaut, weil nicht jeder klickt. Und nicht jeder Klick wird, also wer nicht bezahlt, kriegt eh keinen Klick. Also wer dann alles noch nicht so durchschaut hat bei Google und jetzt auch bei Facebook. Ja, die beiden sind übrig geblieben, also 1990, wie so alles so langsam angefangen hat und vor allen Dingen 1975, wo das sogenannte BTX, auch 1979, BTX so ein Vorgänger des Ganzen war. Also man merkt, wenn man so lange on air, beziehungsweise so lange hinter der Kamera gearbeitet hat und jetzt mittlerweile 12 lange Jahre oder fast 20 Jahre vor der Kamera arbeitet, wow, ist eine lange Lebenszeit, die jetzt hier runtergespult wird. Aber wir bleiben bei der Hommage bei Nina, denn das Video ist für Nina und ich bin gerade ein bisschen so gesprungen für die sogenannten Zuschauer, damit die auch einen Sinn haben, worum es hier geht. Es geht hier darum, um Nina als Schauspielerin zu würdigen, ihre Arbeit zu würdigen und das, was sie macht. Sie macht das nämlich mit Herzblut. Also es kommt drüber. Ich hatte mir auch diesen sogenannten Zombie-Film da angesehen, was natürlich kein Zombie-Film war. Das war irgend so eine Idee, irgendwie ein Immobilienhaus da zu verkaufen, wo drumherum nur die Zombies wohnen. Ich meine, das Schreien war super. Also Durbridge und Hitchcock, die hätten sich gefreut über dieses Schreien. Weil so manch ein Tontechniker muss so einem Schauspieler das Schreien regelrecht rauskitzeln. Da muss man tausendmal schreien, bis man den richtigen Schrei hat. Ich meine, er kam richtig rüber, ich saß vor dem Laptop und hörte, also den Monolog, Dialog, Prolog und das Ganze drumherum, war ziemlich leise, aber das Schreien, dann war, wow, das Schreien war heavy. Ich meine, das Würgen auch, einige fanden das ziemlich pervers. Mein Videoclip da für Halloween fandest du auch ein bisschen gratwanderig. Aber ohne Gratwanderung geht es im Internet doch gar nicht. Schau es dir an. Du kriegst 30 Millionen Clips mit totalem Schwachsinn, 50 Millionen Clips mit noch mehr Schwachsinn, ernstzunehmende Filme, Filme, die wirklich hergestellt werden, Filme, die wirklich am Set malochen. Jeder Schauspieler weiß, am Set ist malochen. Man hat nicht immer so viel Spaß.
So, noch einmal zur Erinnerung, ARD, ZDF haben am 1.10.2016 diese 50 Formate ins Leben gerufen für alle YouTuber und sind jetzt vollwertig bei YouTube und machen 50 Formate und wir machen gleich unser Star Wars Format. Manchmal frage ich mich, wie gesagt, voll in Englisch das Ganze zu machen, weil die Engländer oder dieser englischsprachige Raum manchmal besseres Publikum ist wie dieses mittlerweile dröge deutsche Publikum. Ich hoffe, du hast besseres Publikum, du hast deine Pferde, du hast deine Umgebung, du hast die See, du hast die Elbe, du hast die Stadt Hamburg, du hast die Reeperbahn, du hast Kultur, du hast die Ostsee. Ja, also, da kann man ja nur super tolle Filme drehen und du hast sehr viele gedreht. Also du hast mich zum Schmunzeln gebracht, zum Lachen gebracht, zum Nachdenken gebracht. Wie gesagt, so eine Pferdestaffel, eine Polizei-Pferdestaffel da, die da irgendwie und dann, okay, ich muss mal schauen. So Dialoge schreiben, Monolog schreiben, Dialog schreiben, die richtigen Figuren sich ausdenken, so ein bisschen schräg rüberkommen, vielleicht auch die sogenannten Frauengeschichten, ne? Also Frauen als Polizisten haben es ja auch nicht so leicht. Man könnte das Ganze ansetzen wie bei den Knallerfrauen oder Kebekus, da so diese harten Sprüche, die Frauen gegen die Männer oder so. Jedenfalls sollte das lustig werden. Also ich bin ja mehr so für Dieter Nuhr, auch so ein Typ von Ruhr, Mülheim Ruhr hat er mal gewohnt, wo er jetzt wohnt, weiß nicht. So in der Richtung könnte man das Ganze abhandeln. So. Lang genug philosophiert, also es war eine Hommage, ja, Hommage an Nina Rammershofen, okay, das wird hier ausgesprochen, Rammershofen, ja, Nina Rammershofen, Hamburg, Stade, Filmproduktion, Nordfriesland. Ja, so, und jetzt springe ich auf ein anderes Set, muss mich umziehen für Star Wars, die Star Wars Show Deutsch. So, und dann erkläre ich auch da einiges. Ich erkläre sowieso einiges ganz viel, irgendwann, irgendwo, wenn ich Lust und Laune habe. Jetzt im Moment einfach nur just for fun, Spaß haben. Sollte das jetzt ein Kunde gesehen haben, der zufälligerweise bei Ultra HD Web TV vorbeigekommen ist, da er nicht allzu weit weg wohnt, kann man ja in den Shop kommen und fragen, wer war denn da gemeint? Ich meine, man hat das ja alles gesehen, wer jetzt hier gemeint war.